Leute, heute habe ich für euch 7 ungewöhnliche Maltechniken vorbereitet. Wir werden die gewöhnlichsten Haushaltsgegenstände verwenden. Zum Beispiel ein Sieb, das wir in jeder Küche finden können. Warum ist der Mop auf dem Tisch, Susi? Ich werde damit ein Bild malen. Ich würde dir noch glauben, dass Mietzi mit seinen Pfoten ein Bild malt. Aber das? Warum? Es wird Spaß machen. Und die Zuschauer werden mir helfen, das beste Bild auszusuchen. Stimmt's? Oh, da ist sogar eine Plastikfolie. Schrecklich. Ich mach da nicht mit. Sam, lass uns anfangen. Dieses Mal ohne mich. Um das erste Bild zu malen, brauchen wir eine weiße Leinwand. Und schöne Farben wie diese. Sieht aus, als ob eine fehlt. Erwischt. Ich dachte, du würdest es nicht merken. Okay, jetzt geben wir die Farbe drauf. Wir werden die Farben abwechseln. So. Ihr könnt eure hellen Lieblingsfarben aussuchen. Ich benutze Gelb, Blau, Grün und Rot. Ich sollte wohl vorsichtiger sein. Okay, noch eine. Fertig. Jetzt haben wir viele bunte Würmer. Aber mir gefällt es so. Was machen wir mit diesen Würmern? Ich brauche eine Kuchenspachtel. Ich werde sie benutzen, um unsere Farben auf der Leinwand zu verteilen. Wirklich praktisch. Wow, das ist toll. Die Farben vermischen sich so cool. Naja, wenn du den Spachtel dazu benutzen würdest, um Kuchen zu verteilen, wäre das noch cooler. Wir verschmieren die Farben noch ein bisschen mehr. Und öffnen unsere Palette hier und hier. Und nur ein bisschen hier. Jetzt verwenden wir noch mehr Farbe. Ich benutze das, um hier ein paar helle Akzente auf unser Bild zu malen. Und hier. Fertig. Siehst du, wie einfach und wunderschön es ist? Bild mit der Kuchenspachtel gefällt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Während wir weitermalen. Hey, was machst du? Ihr habt wahrscheinlich schon erraten, dass wir für das nächste Bild ein Föhn brauchen. Und eine schwarze Leinwand wie diese. Wow, ja, das ist wirklich interessant. Wir fangen an, indem wir Farben auf die Leinwand geben. Dieses Mal schütte ich einfach verschiedene Farben aufeinander. Habt keine Angst zu experimentieren. Dann benutze ich ein bisschen weiße Farbe für den Kontrast. Genau so. Und beende die Komposition mit Grau. Oh, das sieht schon richtig gut aus. Warum brauchen wir einen Föhn? Du wirst schon sehen. Kannst du ihn bitte anschließen? Klar. Wow, das erinnert mich an ein buntes Meer. Und? Wie gefällt dir die Idee? Es ist einfach magisch. Ich glaube, der Föhn hat meine Stimme, Susi. Nicht so schnell. Ich habe noch viele tolle Ideen. Ich will auch malen. Sam, diese Technik ist nur für dich. Bereit? Ich bin bereit. Aber du brauchst diesen Pinsel nicht. Wir müssen helle Pinselstriche mit verschiedenen Farben auf der Leinwand machen. Das Wichtigste ist, schöne passende Farben zu verwenden. Sogar ein Schleim kann ein solches Meisterwerk machen. Wow. Diese Farben, die sind so toll. Jetzt wirst du die Farben mit dem Werkzeug vermischen. Gleite vorsichtig die Leinwand nach unten. Wow, so ungewöhnlich. Ich werde sogar diese weißen Lücken auf der Leinwand lassen. Susi, dieses Bild sieht aus wie ein bunter Fluss. Du hast recht. Und mir gefällt dieser bunte Fluss wirklich sehr. Susi, was werden wir jetzt nächstes Mal? Mal sehen. Okay, Sam. Bist du bereit, den Mop schmutzig zu machen? Ich dachte immer, dass Mops zum Putzen benutzt werden, nicht um schmutzig zu werden. Heute ist der Mop unser Pinsel. Vermischen wir als erstes die Farben. Und jetzt tauchen wir unseren riesigen Pinsel in die Farbe.
Oh, mit diesem Pinsel kannst du das ganze Haus streichen. Fangen wir mit unserem tollen Bild an. Okay, noch ein bisschen mehr Farbe. Wow, diese Technik ist einfacher als ich dachte. Unser Bild erinnert mich an ein Feld. Wie wäre es mit ein paar Blumen? Tolle Idee. Jetzt sieht es wie ein richtiges Landschaftsgemälde aus. Ich sollte wahrscheinlich öfter neue Ideen vorschlagen. Wenn sie Blumen beinhalten, bin ich dafür. Wenn ihr Blumen auch so sehr liebt wie Susi, stimmt für dieses Bild in den Kommentaren. Folie. Oh, ich brauche sie für meine nächste Technik. Ich habe schon angefangen, die Farben auf die Leinwand zu geben. Ich verteile sie mit breiten Strichen. Hab keine Angst, über die Linie rauszumalen und Farben zu mischen. Du hast schon die ganze Leinwand angemalt. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Wasser hinzufügen. Und je mehr Wasser wir hinzufügen, umso besser. Los geht's. Warum brauchen wir die Plastikfolie? Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir werden die Plastikfolie auf unser Bild legen. Bist du sicher? Natürlich. Schau dir den Effekt an. Wuhu! Jetzt nehmen wir die Plastikfolie ganz vorsichtig von der Leinwand. Meinst du, dass du denkst, dass das Weltall so aussieht? Oh, komm schon. Lass uns zum Bild aufrufen und weitermalen. Okay, Leute. Das ist das fünfte Bild, das wir heute gemalt haben. Wähl aus, welches dir am besten gefällt und schreib es in die Kommentare. Endlich! Meine lang ersehnte Maltechnik! Und übrigens meine Lieblingstechnik. Wir füllen den Becher vorsichtig mit Farbe. Susi, schnell! Ich kann nicht abwarten, bis wir alles durch das Sieb schicken. Sam, es ist wirklich wichtig, dass die Farben gut gemischt sind. Sonst funktioniert das nicht. Ich füge jede einzelne Farbe so hinzu. Jetzt setzen wir das Sieb in die Mitte der Leinwand und schütten die Farbe hinein. Los geht's! Lass die Magie beginnen! Jetzt müssen wir der Farbe helfen, die Ecken der Leinwand zu erreichen. Du könntest dich dabei schmutzig machen, aber es lohnt sich. Sieht so aus, als hätte der Sieb gute Arbeit geleistet. Stimmt. Kann ich das Bild in mein Zimmer hängen? Na klar. Häng es auf und dann malen wir unser letztes Bild. Unser letztes Bild ist ein Bild mit Wellen. Meereswellen? Karton. Aber als erstes werde ich viele bunte Wellenlinien machen. Oh, Sam, könntest du mir den Karton bringen? Hier, obwohl ich immer noch nicht weiß, wie er dir helfen kann. Es ist ganz einfach. Die wichtigste Regel ist, die Hände von der Leinwand mit den Farben zu lassen. Ich meine, wellig. Ja, mit Karton zu malen macht echt Spaß. Und das war die letzte Maltechnik für heute. Jetzt bist du dran. Wähl dein Lieblingsbild und schreib es in die Kommentare. Lass uns unsere Zuschauer an die Bilder, die wir heute gemalt haben, erinnern.
unterwegs, eure Kommentare zu lesen. Tschüss. Sam, wart auf mich.